Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 5. Oktober 2015 und wir haben zwar vor zwei Tagen den Tag der Einheit gefeiert, 25er Einheit, und der Bundespräsident hat in Frankfurt eine sehr, wie ich fand, bewegende Rede gehalten und auch eine ehrliche Rede. Und darüber will ich heute reden mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie schätzen Sie diese Rede ein? War das eine mutige Rede, eine ehrliche Rede oder war das nur eine politisch notwendige Rede? Naja, beides. Also das widerspricht sich ja nicht. Ich denke, der Bundespräsident hat in einer Situation, in der die Menschen auch erwarten, dass diejenigen, die das deutsche Volk repräsentieren auf dieser höchsten Ebene, eine Richtung vorgeben und eine Einschätzung angeben und auch den Menschen helfen, einzuordnen, in welcher Situation wir uns befinden. Das hat er aufgegriffen, verantwortungsvoll. In dem Sinne war das eine notwendige Rede. Ich fand aber, er war auch realistisch und hatte die richtige Ausgewogenheit zwischen Optimismus auf der einen Seite und einer klaren Einschätzung der Situation auf der anderen. Das fand ich gut. Und der Satz von Willy Brandt vor 25 Jahren, vor 26 gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört, diesen umzuwandeln, jetzt muss zusammenwachsen, was nicht zusammengehört, ist ja ein mutiger Satz, wie ich fand. Das ist mutig, es ist aber auch richtig. Und es hilft zu verstehen. Denn wir können ja nicht einfach sagen, uns passt das alles nicht und wir fühlen uns nicht wohl damit. Das ändert ja nichts. Die Situation ist, wie sie ist. In gewisser Weise kann man sagen, die großen Bewegungen, die in der Welt sich vollziehen, der Krieg im Nahen Osten, hat uns erreicht. Und wir müssen eine Haltung dazu entwickeln und wir müssen hier gute Politik machen. Also und das hat der Präsident auf den Punkt gebracht. Richtige Rede. So ist es. Wie sieht es denn in Ihrem Wahlkreis aus mit den Flüchtlingen? Bisher ist bei uns noch nicht so viel angekommen. Wir haben schon, auch bei uns sind Flüchtlinge angekommen. Wir mussten die erste Sporthalle umwandeln in eine Unterkunft für Ankömmlinge. Wir sind dabei, eine ehemalige Schule, die leer steht, umzuwandeln in eine Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Also es ist schon was angekommen in Neukölln, es ist aber noch nicht so spürbar im politischen Alltag. Vor allen Dingen natürlich die Kinder- und Sportvereine, die jetzt die Sporthalle nicht nutzen können, die spüren es unmittelbar. Kommen dann die Wähler oder Bürger aus Ihrem Wahlkreis, möglicherweise auch Ihre Wählerinnen und Wähler, und sagen, Herr Felgentreu, das geht so nicht. Meine Kinder haben keinen Turnunterricht mehr, dafür sind da jetzt Flüchtlinge in der Turnhalle. Wie geht man damit um als Abgeordneter? Also das ist bisher noch nicht passiert, aber es ist uns ja bewusst. Also ich glaube, es ist allen Verantwortlichen bewusst, auf der Bezirksebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene genauso, dass das kein Dauerzustand sein kann. Und das muss auch von vornherein klar sein und das muss man den Leuten auch sagen, dass wir jetzt in einer akuten Notsituation das so organisieren müssen. Was ich sehr gut finde, ist, dass die angrenzenden Sportflächen auch in Zusammenarbeit mit denjenigen, die diese Aufnahmeeinrichtung leiten, weiterhin genutzt werden konnten. Also man findet dann auch pragmatische Lösungen. Aber wir müssen von vornherein immer sagen, passt mal auf Leute, hier ist eine schwierige Situation eingetreten, wir lösen die jetzt gemeinsam, aber wir machen das hier als Provisorium und nicht jetzt als Dauerveranstaltung. Jetzt bin ich aber so ein penetranter Frager aus Ihrem Wahlkreis und sage, lieber Herr Abgeordneter, das erzählen Sie, das kann da keine Dauerlösung sein. Jetzt kommt der Winter und wollen wir die dann aus den Turnhallen heraustragen und in irgendwelche zügigen Zelte bringen? Ich meine, wo ist denn der nächste Schritt? Was macht man denn? Ja. Wir greifen jetzt im Moment auf mehreren Ebenen ineinander. Das Erste, was notwendig war, glaube ich, sind die Verabredungen, die wir getroffen haben auf Bundesebene, in der Großen Koalition und mit den Ländern. Dass wir gesagt haben, wir stellen erhebliche zusätzliche Summen zur Verfügung, damit die Länder und Kommunen in der Lage sind, die Flüchtlinge unterzubringen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber mit den Mitteln, die wir jetzt bereitgestellt haben, also 670 Euro pro Flüchtling, werden wir natürlich die entsprechenden Lösungen dann auch hinbekommen. Und wenn das Geld da ist, dann können die Behörden hier auf Landesebene auch die Aufträge rausgeben, die Räume bereitstellen, die dann notwendig sind, um die Flüchtlinge nach und nach aufzunehmen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt, dass das Land Berlin zum Beispiel weiß, es bleibt nicht auf den Kosten sitzen, dass der Bezirk weiß, er bleibt nicht auf den Kosten sitzen. Ja, aber heute liest man in allen Zeitungen, dass wahrscheinlich 1,5 Millionen Flüchtlinge kommen, mal 670 aufgerundet auf 700, ja, sind schon über 10 Milliarden. Ja.
Ja, das ist so. Sagt der Abgeordnete. Ja, naja, was ist aus... Woher nehmen und nicht stehlen, sagte ja, man früher. Ich meine, da haben wir ja im Moment, sind wir in einer sehr glücklichen Situation. Eine Sache, die uns das Ganze ein kleines bisschen leichter macht, dass wir eben nicht wie zum Beispiel Frankreich in einer Wirtschaftskrise stecken, sondern dass wir, und das ist reiner Zufall, das ist wirklich reines, pures Glück, dass wir in diesem Jahr einen Haushaltsüberschuss haben, der uns hilft, dann eben auch flexibel zu reagieren, ohne dass wir an anderen Stellen auf wichtige Ausgaben verzichten müssen. Mein Horror ist ja, dass wir uns vor die Leute stellen müssen und sagen müssen, wegen der Flüchtlinge können wir das nicht mehr machen, können wir das nicht mehr machen, können wir das nicht mehr machen, was uns allen wichtig ist und was auch notwendig wäre. Der Ausbau, in der Situation, neue Lehrer, genau, mehr Polizei. So ist es. Ne? Sorry, müssen wir jetzt wegen Flüchtlingen ausgehen. Und das in der Situation sind wir zum Glück gerade nicht. Das hilft uns natürlich, aber es zeigt uns genauso, dass wir auch eine Politik machen müssen, die nach außen gerichtet ist und die dazu führt, dass es eben weniger werden. Sie haben ja noch 2 Jahre Zeit. Es wird erst im September 2017 gewählt. Nächstes Jahr im September 2016 wird aber das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Das heißt, Sie als Berliner Bundestagsabgeordneter sind damit ja auch einbezogen. Wenn die Situation sich nicht verändert, wenn immer mehr Flüchtlinge kommen, fürchten Sie dann nicht eine Erstarkung der Rechtsparteien? Ich glaube, mit auch in Berlin? Realistischerweise muss man diese Befürchtung haben, überall in Deutschland. Denn natürlich versucht insbesondere die AfD, politisches Kapital zu schlagen. Vor Ihrer Partei in Sachsen. Politisches Kapital zu schlagen aus dieser Situation. Also das muss man auch realistisch beurteilen. Deswegen halte ich es auch für ganz wichtig, dass wir uns nicht darauf beschränken, immer nur zu sagen, was wollen wir hier eigentlich machen, um die Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Das müssen wir tun. Sondern das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, was tun wir nach außen, um in Zukunft, für die Zukunft zu regeln, dass wir nur, dass nur so viele Menschen nach Deutschland kommen, wie wir dann auch tatsächlich vernünftig unterbringen und hier in die Gesellschaft einbauen können. Sie sehen eine hilflose Geste von mir. Wie wollen Sie denn das stoppen? Ja. Wollen Sie den Zaun durchs Mittelmeer ziehen? Nee, das wird wohl nicht gehen. Da hat die Bundeskanzlerin recht. Ja, der wichtigste Ansatz, und darüber müssen wir, glaube ich, in einer ganz anderen Ernsthaftigkeit reden, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, ist das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Wenn wir in der Vergangenheit über Fluchtursachen bekämpfen geredet haben, dann haben wir solche Sätze gehört wie, also 1 Euro, der in der Entwicklungshilfe angelegt ist, ist so viel wert wie 5 Euro hier für einen Flüchtling. So, das sind alles schöne Worte, die sind zwar im Prinzip richtig, aber die helfen da, wo zum Beispiel Menschen im Elend leben, weil in ihrem Land sie in die Mangel genommen werden, in einem tödlichen Dreieck aus Korruption, organisierter Kriminalität und Terror, da hilft Entwicklungshilfe überhaupt nicht. Da kann ein anständiger Mensch seine eigene Zukunft nicht planen und irgendwann sagt er so, ich packe jetzt meinen Koffer und hau hier ab. So, und das heißt, wenn wir wirklich konsequent sein wollen bei der Bekämpfung von Fluchtursachen, dann müssen wir auch darüber reden, wir haben ja Machtmittel, wir sind ja ein starker Staat. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt. Wir können Polizei einsetzen, um Korruption zu bekämpfen. Wir können internationale Haftbefehle ausstellen gegen korrupte Politiker in Afrika, im Nahen Osten, Beamte, wo auch immer sie sich rumtreiben, sodass die sich wenigstens nicht mehr aus ihrem Land raustrauen können, weil sie dann sofort eingecasht werden. Wir können Finanzströme offenlegen und Geld beanschlagen. Alle diese Dinge müssen wir tun, damit die Menschen, die in ihren Herkunftsländern eine Chance haben, ein vernünftiges Leben zu führen. Das trifft aber alles auf Syrien nicht zu und auf Afghanistan auch nicht. Starken mit Taliban, in Syrien ist Krieg. Ja. Ja? Wollen wir das stoppen? Den Krieg wollen wir stoppen, aber wollen wir die Flüchtlingsbewegung denn wirklich stoppen und darauf warten, dass die Menschen zu Hause erschossen werden? Wir können auch in diesem Falle nur sagen, abstellen werden wir diese Flüchtlingsbewegung nur, wenn es gelingt, den Leuten mehr Stabilität zu Hause zu bieten. Und da stellen wir fest, dass das, was wir beabsichtigt haben mit dem Rückzug aus Afghanistan, dass wir also die Verantwortung für die Sicherheit in Afghanistan mehr und mehr in die Hände der afghanischen Regierung zurückverlagern, dass das bisher so nicht funktioniert hat. So, da müssen wir ein paar harte Fragen beantworten, auch in Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, da sehe ich überhaupt kein Szenario, dass Deutschland alleine irgendwas macht. Aber wir werden mit den Amerikanern, die nun mal die Anlehnungsnation in Afghanistan sind, darüber reden müssen, ob die Resolute Support Mission, also das aktuelle Afghanistan-Mandat, das sagt, wir beraten, wir bilden aus, wir unterstützen euch, gegebenenfalls auch mit Technik oder sowas, aber wir kämpfen nicht mehr mit, ob das in Zukunft so bleiben kann. Das werden wir beraten müssen. Das heißt, außerdem schließe ich,
dass wir in Deutschland eine offenere Diskussion nötig haben. Wir müssen darüber diskutieren, ob das, was wir tun, auch so politisch weiterhin richtig ist. Und wir werden so oder so Opfer bringen müssen. Wir sind in einer Situation, wo wir um diese ernste Frage, wofür geben wir unser Geld eigentlich aus, nicht mehr herumkommen. Wir müssen Geld ausgeben, um die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, vernünftig unterzubringen und in die Gesellschaft zu integrieren. Wir werden aber auch Geld ausgeben müssen, um für die Zukunft zu erreichen, dass die Menschen in ihren Heimatländern sich eine Zukunft aufbauen können. Das wird nicht einfach, das wird ein schwieriger Weg und wir müssen auch bereit sein, Machtmittel in die Hand zu nehmen und die einzusetzen. Und darüber müssen wir hier diskutieren. Und der Bundespräsident hat ja in seiner Rede vor 2 Tagen in Frankfurt auch gesagt, 1990 war eine große Herausforderung und jetzt stehen wir vor einer ähnlichen. Ich meine, damals mussten wir 16 Millionen Deutsche integrieren in einen neuen gesamtdeutschen Staat. Kostet bis heute, ich weiß nicht wie viele Billionen, jedes Jahr ein paar hundert oder 160 Milliarden. Wir reden jetzt von 12 Milliarden, also nur mal um die Dimension klar zu machen. Ja gut, aber 12 Milliarden jedes Jahr, ne? Also das ist insofern, das läppert sich dann auch. Ja, Deutsche Einheit jedes Jahr 120 Milliarden, das ist das Zehnfache. Das ist so und deswegen, man muss eben auch sehen, die deutsche Einheit, das war eine Aufgabe, der wir uns freudig gestellt haben, weil wir gesagt haben, da bewegt sich etwas Großartiges für Deutschland und für Europa und für die Menschen, die da leben. Und bei den Fragen, die wir jetzt zu beantworten haben, ist natürlich dieser positive Impetus erstmal nicht da. Weil wir sagen, oh Gott, was kommt denn da auf uns zu? Fremde. Das ist eine ganz andere Situation. Ne? Aber Islam, aber andere Kultur. Sag mal, wenn wir es nicht lösen, wer soll es denn dann schaffen? Das ist eine gute Frage. Ja. Über die reden wir nach der Pause weiter mit Fritz Felgentreu. Heute in der Sendung aus dem Bundestag, 5. Oktober, vor 2 Tagen war Tag der Deutschen Einheit. Und der Bundespräsident hat in Frankfurt dazu eine richtige und notwendige Rede gehalten. Das jedenfalls ist unsere Meinung. Und nach der Pause geht es weiter. Bis gleich.